Ja, hallo, back to Ark Band. Hup, ich habe hier gerade plötzlich Schaden bekommen. Sie hat dich doch eigentlich umgebracht. Okay, scheiß drauf. Nochmal ausrauben, beseitigen. Fertig, ja. Ich wollte mal kurz rasten, ob ich vielleicht Levelaufstieg habe oder so. Geht aber nicht, weil wir wieder Feinde daneben. Okay. Dann müssen wir einfach mal weiter hüpfen. Und gucken, ob wir hier noch irgendwo Gegner finden. Und ja, da ist zumindest irgendein Eingang zu irgendwas. Da können wir schnell mal reinschauen. Durch die Ecke sneaken. Ho, ho, hee. Ho, ho, hee. Geht's hier rein? Geht's hier rein? Leiche? Räuber? Naja, ich nehme das Gold mit. So, und hier eine Mine. Schauen wir mal rein. Nur diese Huga, wie ich da. Irgendwelche Häute von denen. Die sind gar nicht mal so unwertvoll, diese Häute. Und eine Rune, geil. Die ist richtig fett wert. Voll. Wertvoll. Ja. Mal gucken, ob wir hier was finden. Okay. Noch mehr Kobolde. Schön alles mitnehmen und leicht beseitigen. Wie viel sind hier noch drinnen? Zum Glück sind das die schwächsten aller Viechter. Aber wenn die sich Runen droppen, haben die wirklich Sinn. Das machen die sogar gar nicht mal so selten. Ich habe schon mehrere solcher Runen. Und die haben ja, die wiegen ja nichts wirklich eigentlich und sind aber fett viel wert. Okay, eine Goldader. Ich habe, glaube ich, keine Spitzhacke. Eine Erzader. Aber ohne Spitzhacke kann ich hier nichts abbauen. Kann ich noch gucken, ob ich irgendwas anderes finde? Ist das hier was? Na, na, Vieh. So. Leiche beseitigen. Weiter geht's. Seht ihr noch irgendwo was? Oder? Ich habe immer noch nur diese Viech da. Kommt hier gar nicht durch. Doch. So. Noch eins tot. Ist schon ein bisschen bitter, dass die One-Hit gehen. Das ist also mehr oder weniger schwächer als ein was? Eine Feuerblüte. Naja, warum nicht mitnehmen? Ja. Wird schon nicht so schwer sein. Okay, diese ganzen Reisstängel kann ich nicht mitnehmen. Da habe ich, glaube ich, da muss ich zu viel mitschleppen. Das geht nicht. Ich verhake mich hier ganz schön. Das ist eigentlich ziemlich noobie, was ich, wie ich das mache, aber... Naja, egal. Ich hoffe bloß, dass ich nicht zurücklaufen muss. Darauf habe ich nämlich eigentlich keinen Bock. Wirklich, das ist ja nämlich G, das alles zurückzulaufen. Leider kann man ja nicht wirklich schnell sprinten, zumindest bis jetzt nicht. Meine Skillfähigkeit nicht habe. Aber ich denke mal, das ist im Großen und Ganzen gutes Geld, was man hier bekommt. Wenn sie Runen dabei haben. Und die Haut kann man, glaube ich, auch gar nicht mal so billig verkaufen. Ah, ich glaube, ich kann nicht zurückspringen dann. Das geht dann wahrscheinlich schnellere Rückweg. Ist natürlich nice. Natürlich wirklich nice. Ach, come on. Das nervt jetzt ein bisschen. Oh, fucking Ogrim. Oder wie auch immer die hier heißen. Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich jetzt gerade verkackt Angst, dass mir das Vieh umbringt. Jetzt mache ich es einfach mal schnell hier runter ab und gehe mal ganz schnell wieder raus. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht kalt machen kann. Ich habe es nicht gebattelt, aber... Ich habe halt keinen Bock auf Sterben oder sowas. Das wäre schon ziemlich gay. Und ich bin halt nicht wirklich gut ausgerüstet. Wenn man diese Scam-Schwäche bedenkt, die hier ist, aber jetzt bin ich in die falsche Richtung wieder gelaufen. Na gut, ich habe jetzt Mut gefasst. Ich habe jetzt Mut gefasst. Ich probiere das Vieh zu battlen. Ich gucke mal, ob ich rasten kann. Nein. Boah, jetzt, come on. Teilweise ist es halt Total Conversion vom Laufen her und den Wegen schon ein bisschen buggy, dass man sich ein bisschen gut oft anstößt oder so. So, bevor ich das battle, mache ich erstmal eine kurze Speicherung. Ich will ja hier nicht irgendwie Fortschritt verlieren. Das wäre schon ziemlich scheiße. Und nun geht es auf in den großen Kampf. Anziehen und losrennen. Der ist ganz schön weit weg, das hatte ich irgendwie vergessen. Hatte ich nicht mehr bedacht, dass er so weit weg war. Da hinten ist er. Sie sieht schon ziemlich gefährlich aus.
den Unterhose an. Okay, okay, ich kann ihn nicht besiegen. Ich kann ihn eindeutig nicht besiegen. Also vielleicht kann ich das doch irgendwie machen, aber ich würde so viele Tränke dafür verbraten. Das lohnt einfach nicht. Am besten haue ich einfach ab und lass den Ogrim Ogrim sein. Und ja, das wird aber nichts. Aber hier habe ich den Ausgang und lustige Abstecher. Also, naja, nicht so lustig. Hat eigentlich keinen Spaß gemacht. Aber Abstecher halt. Man muss sowas ja erforschen. Ui, hübsches Wasserfall. Sieht ja richtig realistisch aus. Na gut, es ist altes Spiel. Man will ja nichts sagen. Man will ja nichts sagen. So. Aber ich mag irgendwie die Gegend, diese felsige, lustige Berggegend. Bei mir ist hier gerade noch nicht so viel los. Ich muss mal sehen, ob ich, wann ich in die Stadt komme. Es gibt irgendwo eine Stadt. Ui, sind das Gangster oder sind das keine Gangster? Ich glaube, das sind Gangster. Okay, das sind aber schwache Gangster. Na, come on, ich will treffen. Eigentlich sind die ja schwach, nur treffe ich zurzeit gerade nicht richtig. Ah, du stirbst. Hier jetzt. Ah, wir sollten lassen und über das Lernen nachdenken. Weil ich glaube, ich lange auf 60 verbessert hat. Na, das ist doch schön. Das ist, jetzt kann ich wirklich aufsteigen. Kaiserliche Kettenpanzer, Mittel. Wert 65 ist alles nicht so wertvoll. Schließen. Ist irgendwas Wertvolles dabei? Auch nur ein Goldstück. So. Jetzt gucke ich noch mal kurz, ob hier in dem Lagerfeuer irgendwas Lustiges rumliegt. Ui, Pfeile. Stahlpfeile, 100 Stück. Nehme ich erstmal mit. Heiltränke nehme ich mit. Und das Gold nehme ich mit. Ja, ist gut. Verrostetes Langschwert. Ich glaube, ein Schwert ist besser. Und ein überspannter Bogen. Ich glaube, der ist auch ziemlich scheiße. Ich nehme die paar Steilpfeile hier drauf noch mit, auch wenn die jetzt eigentlich sich von Andieren her nicht so viel bringen und trotzdem will ich das machen. So, drei ist so viel bei mir, aber könnte nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Och, willst du mich verarschen? Die Kriegerarmschienen sind ziemlich, sind richtig Dings da, wertvoll. Muss ich irgendwas wegschmeißen. Zum Beispiel Reis. Ich schmeiße einfach mal 99 Reis weg. So, jetzt kann ich wieder weiter schleppen. Ich würde jetzt gern rasten und aufsteigen, aber irgendwie sind hier weiter Feinde in der Nähe. Ui, schick, schick. Hier unten. Bist du ein Feind? Du wirst hier den Tod finden. Okay, wenn das ein Feind ist, dann kann ich verstehen, dass ich rasten konnte. Aber so, und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen. So, hat das so gut geklappt eigentlich bei dem Räuber jetzt. Ging schnell. 157 Gold, na, das ist doch mal eine anständige Menge. Ich möchte nicht 155 mitnehmen. Nein. Schließen und jetzt rasten. Bis geheilt und dann habe ich vielleicht einen Levelaufstieg. Und dann kann ich sogar eventuell meinen Reißzüge mitnehmen, weil ich mehr Stärke habe. Ui, 5 Stärke, 5 Schnelligkeit und dann nehme ich noch ein bisschen Geschicklichkeit. Nee, Konstitution nehme ich dann statt der Geschicklichkeit. So, ich bin Stufe 3. Schick, schick, schick. So. Affe wieder sehen, da kann ich den Reis, der hier rumliegt, wieder mitnehmen. Das kann ich nämlich 345 schon schleppen. Das nimmt ziemlich gut auf an und ich weiß nicht ganz genau, wo ich lang muss jetzt, und aber ich denke, ich habe schon ein Weilchen gezockt hier und mache für heute erstmal Schluss. Dann sage ich mal ne, auf Wiedersehen, ne.